ist Trabach. Mhm. Ja. Hier ist Trabach. Hier ist Trabach. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf am Bahnhof. Kleine Änderung. Wir sind jetzt hier in Trabach. Ja. Traben. Traben. Da gucken wir ja ganz durcheinander hier. Traben, Trabach. Auf der Seite von Traben. Ja. So, wir haben uns hier so einen Busparkplatz jetzt mal rausgeguckt. Eigentlich steht hier für Wohnmobile nicht ausgenommen Wohnmobile. Aber ich habe jetzt gesagt, wir riskieren es. Ist Winter. Da sind jetzt nicht so die Busse unterwegs, dass wir hier irgendeinem den Parkplatz wegnehmen, glaube ich. Und wenn es so ist, dann war das hier das letzte Video mit Wohnmobil. Nein. Änderung insofern, wir sind ja jetzt noch nicht auf dem Stellplatz, der ist noch ein Stück weiter diese Richtung. Mhm. Wir wollten jetzt aber erstmal durch die Stadt. Durch die Stadt laufen. Da wir heute schon so viel gelaufen sind. Wollten wir näher dran parken. Ja. So nämlich. Schauen wir mal, ne? Gucken wir uns jetzt mal hier Trabach an. Ja. Oder Traben. Traben, Trabach. Traben. Warte doch immer. So. Bis gleich. Tja. Tja. Nicht unsers. So, also rein optisch, ne? Nö, also, sagt uns nicht zu. Nö, viele Baustellen hier. Jetzt gucken wir mal, dass wir zu den Ausgrabungen. Von römischen Ausgrabungen in Mont Royal. Irgendwo, irgendwie da hinkommen. Uns das mal angucken. Genau. Mal schauen. Ein Vorteil hat das Ganze ja. Unser Güner steht noch da. Ja, ist ja auch schon mal viel wert, ne? Du hast das Ziel erreicht.
Sie sehen, sie sehen nichts. Ach so, jetzt weiß ich, wo ich bin. Nein, nein. Der Hund rennt durch. Um Gottes Willen. Wo ich gerade oben reingefilmt habe, da bin ich jetzt. Boah, das ist eine Pampelacke hier. Ja, wo ist Frauchen? Jetzt ist sie weg. Oh Gott. Meine Fresse, nee, was ist denn das hier? Schatz! Schön, ne? Das ist alles für dich alleine hier, ne? Ja. Dann schon. Aber schon gut gemacht, ne? Klettergarten. Ja. Ist kein kleiner Klettergarten. So, mit mehreren Schwierigkeitsgraden. Gut. Aber ich glaube, hier sind wir falsch. Falsch, ja. Wir gehen hier gerade so ein... Ja, weil die Festung ist ja nicht zu sehen. Ja, das war jetzt so ein Stück jetzt hier, die Mauer, ne? Ja, und so was hast du hier auf dem ganzen Gelände irgendwie. Du bräuchtest die Karte, um dich zu orientieren. Ah, okay. Wo du langlaufen musst. Hier ist aber auch keine Hinweisschilder. Ach, wir machen das im Bauch aus. Da gibt es doch Hinweisschilder. Ja, hier geht's, glaube ich, zum Flugplatz. Flugplatz? Ja. Wohnmobil als Handgepäck, geht da durch. Auf jeden Fall ist hier schön. Ja. Ja, hier geht der Moselsteig noch vorbei. Das ist ein schon recht bekannter Wanderweg, ne? Kennst du den, Schatz? Vom Namen her? Ja. Süße. Den liest man ja hier überall. Ja, der ist auch, glaube ich, nicht ganz kurz, ne? Nee, das ist mehrere Etappen, über 300 Kilometer lang, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Da gibt es dann mehrere Etappen. Der geht von Koblenz bis Trier. Genau. Oder Adventure Forest. Jo, die ehemalige Festung Mont Royal.
Ja. Empfehlenswert, kann man machen, sollte man auch mal machen, speziell mit Kindern finde ich das jetzt hier, oder junge Erwachsene, Klettergarten. Also von der Festung selber ist an sich nichts mehr großartig da. Man hat zwischendurch immer diese Tafel, wo man dann sieht, wo man eigentlich steht, zu sehen. Sind aber bis auf vorhin da die Reste. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Ja, das zieht sich hier auf die eine oder andere Seite, Mauer wird man auch noch sehen, wahrscheinlich, oder finden. Aber aufgrund der Lichtverhältnisse würde ich jetzt sagen, macht das keinen Sinn mehr. Nee. Ein bisschen spät hier angekommen. Egal. Das, was wir gesehen haben, war gut. Nee, ich fand's toll. Ja. Oder ich find's auch hat toll. Hat sich gelohnt. Ja. Ja, definitiv. Also muss eine mega große Burg gewesen sein. Ja. Bollwerken und ich weiß nicht, was alle. Wir fahren jetzt weiter. Nach Trier. Komm mal. Fahren wir gleich durch. Wenn Chefin sagt nach Trier, fahren wir nach Trier durch. Ja, dann bleiben wir da morgen, vielleicht übermorgen fahren wir weiter. Irgendwie so. Gucken wir mal. Wir sind da halt spontan. Sehr flexibel. Sehr flexibel. Alles klar, wir zischen ab. So, einmal die Preise für den Kletterwald, bitte. Tageskarten von 12 Euro Minis bis 33,75 Erwachsene. Gibt auch drei ganzen Tag. Zwei und dann gibt es noch 3-Stunden-Karten. Die gehen bis Erwachsene 22 und. Okay. Also ist schon ordentlich, ne? Vom Preis her? Finde ich schon. Aber also, ganzen Tag klettern? Ganzen Tag, ja. Sie darf sich selber klar machen.